Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte widerstehen. Aber ihr seid bereit. Lena Crossisan! Unruh! Mogi Seit langem verfällt die Sturmkrone ohne würdige Stirn, auf der sie thronen könnte. Bei unserem Atem verleihen wir sie nun euch, im Namen von Kynaret, im Namen von Shor und im Namen des alten Atmora. Nun seid ihr Ismir, der Drache des Nordens. Dies ist euer Name. Ismir, das ist nun mein Name. Nun denn, ich bin wieder heruntergestiegen von Hochrodgar. Tja, und wollte eigentlich nach Einsamkeit. Aber es ist noch so viel zu tun. Ich habe noch, andere Aufträge. Ich muss noch diesen Jarl besuchen. Denn, was ist mit der dunklen Bruderschaft? Ich habe Delphine einen Brief geschrieben und sie gebeten um etwas Aufschub. Und als der Brief zurückkam von ihr, es war nicht Zorn. Es war kein Zorn darin zu lesen, aber Enttäuschung. Enttäuschung zwischen den Zeilen. Doch sie sagte, ich solle ihr schreiben, wenn ich denn soweit bin. Das werde ich dann auch tun. Nun, welche Städte, welche Dörfer habe ich schon besucht? Mein erstes Dorf, das war Flusswald. Es liegt im Fürstentum Weißlauf. Die Ortschaft, sie ist von Bergen umgeben und liegt am Ufer des Flusses Weißfluss. Ist umgeben von dichten Wäldern. Nördlich davon liegt die Stadt Weißlauf. Südlich Falkenring. Davor Helgen. Helgen, das dem Drachenangriff ausgesetzt war. Nahe Elfenwald. Weißlauf also liegt nördlich von Flusswald und hat seinen Namen vom Fluss Weißfluss, an dem die Stadt liegt. Sie wurde um die Methalle Jurvaskra herum errichtet und von Jeg vom Fluss begründet, einem nordischen Krieger, einem alten nordischen Helden, nachdem dieser die Himmelsschmiede entdeckte. Dort lebt die Gruppe der Gefährten. Des Weiteren leben dort die beiden Familien der Kampfgeborenen und der Graumänen. Zu letzterem gehört der Schmied Irlund, der in der Himmelsschmiede arbeitet. Die Himmelsschmiede, sie liegt hinter oder über Jurvaskra. In Weißlauf steht außerdem die Drachenfeste. Dort lebt und regiert Jarl Balgruuf, der Ältere. Die Drachenfeste hat ihren Namen, da dort vor langer Zeit der große Drache Numinex durch den Nordkrieger Olaf Einauge gefangen wurde. Im Bürgerkrieg bleibt Weißlauf derzeit neutral. Ich muss mich entscheiden. Irgendwann. Außerdem ist da noch Windhelm, einst Hauptstadt des Ersten Weltreiches. Das Zentrum der alten Stadt wird immer noch vom einstigen Palast der Iskramor-Dynastie dominiert. Der Palast der Könige ist eines der wenigen Gebäude des Ersten Weltreiches, die noch erhalten sind.
Die Stadt diente den imperialen Truppen als Basis, um den Dunmet-Pass nach Morrowind zu bewachen. Derzeit wird Windhelm von Ulfric Sturmmantel regiert, der in einer Rebellion gegen das Kaiserreich verstrickt ist. Ulfric ist der Meinung, dass sein Volk, die Nord, unabhängig sein sollten. Kaschid dürfen nicht in die Stadt, wie bei jeder Stadt den Himmelsrand. Doch im Gegensatz zu den anderen Städten dürfen auch die Argonier die Stadtmauern nicht betreten, weshalb man sie nur an den Docks von Windhelm trifft. Des Weiteren werden die Dunmer, die dort leben, von den meisten gehasst, beleidigt, weshalb diese im grauen Bezirk, dem Slum, von Windhelm leben müssen. Nur wenige haben nichts gegen die Dunmer. Rifton. Rifton wird von einer Frau regiert, von Jarl Laila Rechtsprecher. Doch die wahre Macht besitzt Maven Schwarzdorn, der Kopf der Schwarzdorn-Familie. Rifton, die Stadt der Diebe. Rifton befindet sich unter der Herrschaft der Sturmmäntel. Unter Rifton liegt der Rattenweg, dessen gefährliches Labyrinth zum Eingang der Diebesgilde führt. Rifton ist auch für seine Fischerei und die Schwarzdorn-Brauerei bekannt. Tja, durch die zweistöckige Stadt führt ein Kanal, der früher einmal Händlern half, ihre Ware in die Stadt zu transportieren. Außerdem befindet sich hier das Waisenhaus, Ehrenhall. Tja, das Waisenhaus. Ein Mord, er klebt an meinen Fingern. Wo war ich noch? Ja, in Schors Stein, ein kleines Dorf im Fürstentum Rift. Es befindet sich dort eine Ebenerzmine, die von Froschspinnen heimgesucht wurde. Die Rotbauchmine. Ein roter Nebel wabbert durch die Mine. Ich habe mich um dieses Problem gekümmert. Und die Mine, sie fördert wieder Erz. Ja, dann ist da noch Kühneshain, wo ich einen Drachen erschlug. Die Siedlung besteht eigentlich nur aus einer Taverne, einer Mine und einer Farm. Die Farm befindet sich in dem Besitz von drei Schwestern, die nicht merken, dass ein kleiner Teil ihres Landes überhaupt nicht zur Verfügung steht, weil der Hain in der Nähe von Kühne selbst gesegnet wurde. Sie dürfen dort auch keine Bäume schlagen. Die Bewohner von Kühnesheim mögen eigentlich keine Besucher. Neben der Taverne steht eine Schmelzhütte. Ja, und in der Mine, dort kann man ein wenig Erz schürfen. Außerdem war ich natürlich in Ivarstadt, am Fuße des Berges. Ivarstadt ist ein kleines Dorf im Fürstentum Rift. Es liegt am Fuße des Berges Hals der Welt. In der Nähe des Dorfes beginnt der beschwerliche Pfad mit dem 7000 Stufen hinauf zu den Graubärden nach Hochrodgar. Diese werden dort auch versorgt von Klimek mit Gaben, damit sie nicht verhungern. Am Rande des Dorfes befindet sich ein Hügelgrab. Dieses habe ich erkundet und von einem Geist befreit. Außerdem besuchte ich Drachenbrücke, ein kleines Dorf im Fürstentum Hafengar. Es ist ein strategisch wichtiger Punkt, so sagt man, im Krieg zwischen den Sturmmänteln und den Kaiserlichen, da es eine der wenigen Verbindungsbrücken über den Fluss,
den Fluss Kart besitzt. Eine Besonderheit dort ist die große steinerne Brücke. Sie steht seit Jahrhunderten. Niemand weiß, wer sie erbaut hat. Aufgrund ihres Aussehens und der Tatsache, dass an der Spitze ein Drachenschädel platziert ist, kann man davon ausgehen, dass die alten Drachenpriester die Brücke zu Ehren der Drachen erbaut haben. Dunkelwasserkreuzung, ja, Dunkelwasserfluss liegt die. Sie liegt im südlichen Teil vom Fürstentum Ostmarsch. In der dort befindlichen Goldfelsmine kann man Korundum-Erz abbauen. Ja, das sollte ich eventuell noch etwas Erz abbauen. Mal schauen. So, zurück zu meinem Haus. Ja, ich war fleißig, bin unter die Erde gegangen, hab geschürft und gegraben und mir einen Keller eingerichtet. Und dort auch eine Kochstelle und etwas, wo ich meine Vorräte weiter lagern kann. Ja, ich denke, es ist ganz gut geworden und ein guter Ausgangspunkt nun für meine Abenteuer. Gut. Dann werde ich noch mein Tagebuch heute Abend schreiben, denn das habe ich schwer vernachlässigt. Schwer vernachlässigt. Der Sommer hat in Himmelsrand Einzug gehalten. Es ist wärmer geworden. Aber das Klima bleibt rau. Ja, ich vernachlässige mein Tagebuch zu sehr. Habe schon seit Monaten nichts mehr eingeschrieben. Ich sollte dies kontinuierlich tun, um nichts zu vergessen. Denn mein Gedächtnis ist immer noch angeschlagen. Tja, mit Delphin bin ich nach Kühnesheim. Ich traf Delphin in Flusswald. Wo sie sich als Mitglied der Klingen zu erkennen gab. Mitglieder der Klingen. Die Bewacher des Kaisers. Ja, Uriel.
Uriel Septim, mit dem ich aus dem Gefängnis entkam oder der ja, geflohen ist und dann den Tod gefunden hat. Sie ist auf der Jagd nach den Drachen und nimmt die Karte des Ödsturzhügelgrabes als Orientierung. Die Karte, die Steintafel, die ich besorgt habe, sie hat sie entziffert. Sie weiß, wo die Drachen liegen. Wir reisten zusammen nach Hünesheim, wo gerade ein Drache erweckt wurde. Nach hartem Kampf konnten wir ihn besiegen. Genau. Tja, was ist noch passiert? Weiterhin erreichte ich Windhelm. Die Stadt ist fest im Griff der Sturmmäntel unter Ulfric. Dort untersuchte ich gleich zu Beginn einen Mord an einer Frau. Er klärte aber den Falschen für schuldig. Ich sollte hierbei vorsichtiger sein. Was weiter? Was war noch dort? Tja, den Alchemisten, das Fläschchen, ja, lass ich einmal aus. Aber Windhelm, ja. In der Stadt herrscht große Rassenfeindlichkeit.
meine Brüder, die nunmehr leben, ausgegrenzt in einem Stadtteil und werden öffentlich gedemütigt. Nicht schön. Die Stadt, ich mag sie nicht. Die Mauern, sie, ja, ich weiß nicht, sie grenzen mich ein, sie erdrücken mich vielmehr. Die Stadt, ich mag sie nicht. Rifton, ja, Rifton war schon schlimm, aber ich weiß nicht, dort war es trotzdem irgendwie freier. Windhelm, in Windhelm, da fühlte ich mich nicht wohl, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Was noch? Ich wurde außerdem von der dunklen Bruderschaft verschleppt in einer einsamen Hütte. Sollte ich eine Entscheidung über Leben und Tod von Gefangenen treffen. Ich entschied mich für den Tod von Astrid, der Anführerin der Bruderschaft. Ja, nun habe ich das Passwort zum Versteck der Assassine und möchte sie am liebsten ganz vernichten. Meuchelmörder, die es auf mich abgesehen hatten. Tja, weiter. Delfine oder Delfin hatte weitere Informationen zusammengetragen. Ich soll in Einsamkeit einen Informanten treffen und mich ins Lager der Talmor einschleusen. Das Horn von Jürgen Windrufer habe ich beschafft und den Graubärten gegeben. Sie haben mich nun offiziell
in ihren Reihen aufgenommen. Trotz allem lassen sie mich noch nicht mit ihrem Anführer sprechen. Ich benötige dafür einen speziellen Drachenschrei. Sagte mir mein Meister. Tja, den sollte ich, aber wo finde ich den? Nun gut, das reicht erstmal. Was ist mein nächstes Ziel, mein nächster Plan? Wo geht es als nächstes hin? Ich denke, ich sollte einmal zu diesem Jarl in Falkenring. Außerdem, eventuell zu dieser Bruderschaft. Bin ich schon bereit? Ich weiß nicht recht. Bin ich schon bereit, die Bruderschaft anzugreifen? Ich muss einmal schauen. Ich sollte noch einmal zurück nach Windhelm. Ich habe ja eben in dieser Höhle der verlorenen Messer. Dort habe ich diesen Anführer, den Banditen, habe ich getötet. Ja, das vielleicht auch. Es gibt noch einiges, was aussteht. Einmal schauen, mit was ich beginne. Nun gut. Nun gut. So, dann mache ich mich mal bereit. Ja, hier, mein Keller. Habe ich endlich einen Verzauberer oder einen Entzauberer, wie man es auch immer nennen möchte. Außerdem etwas für mein Viehzeug, für meinen Hasen. Und ja, eine Kochstelle. Eine kleine Kochstelle. So, dann brauche ich mein Schwert. Und Rucksack. Ja, ich nehme mal den Mantel trotzdem mit. Ich nehme einmal den Mantel mit, denn es ist manchmal trotzdem noch recht kühl, besonders wenn man früh oder ganz spät unterwegs ist, in bestimmten Teilen, besonders wenn ich nochmal nach Windhelm gehe. Oh, ansonsten brauche ich den Mantel eigentlich nicht. Ja, und solange noch Ladungen drauf sind, nehme ich mir mein Stab der Lähmung. So, mein Bogen. Gut. Ich glaube, das war's. Dann bin ich bereit. Ich werde mit Rüstung fortgehen. Ja, ich weiß, eigentlich ist die Robe nicht schlecht. Aber ich werde mit Rüstung fortgehen. Na, stehst du mir im Weg? So, also dann. Auf geht's.